haben wir hier. Was ist das? Lauch? Knoblauch. 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 Wir machen auf jeden Fall gleich ein bisschen Knoblauch an. Zucker, ja. Ja, Zucker und Salz. Ich habe da schon ein Gemisch reingemacht. Das können wir gleich einfach reinkippen. Ausgesetzt im Garten kämpfen 7-5 Kandidaten 7 Stunden lang ums Überleben. Sie treten an, um gegen wilde Haustieren, giftige Gartenpflanzen und Regenwolken zu trotzen. Wer nach 7 Stunden noch übrig ist und die meisten Punkte in den Stunden-Challenges gesammelt hat, ist der Gewinner. Keine Kamerateams, kein Kontakt zur einheimisch-deutschen Kultur, keine Isolation. Das fühlt sich an, als würde es so nicht mehr lange gehen, muss ich sagen. Ich glaube, ich kann nicht mehr. Die Ballons sollten an Ort und Stelle bleiben. Also ich glaube, meine Grenze ist nun erreicht. Jede Minute kämpfe ich mit mir. Ich hasse es gerade. Ich find's nicht geil. Das hier ist ein anderes Level. Ich will einfach Pommes und keine Suppe. Da sind 4 Esslöffel Zucker. Der Handschuh hat ein paar Abdrücke hinterlassen. Ja, das stimmt. Dann kommen wir 4 Teelöffel Salz. Ja? Und das ist da drin. Vorher machen wir 4, 6 oder 8. Ja, wir machen alles, was hier drin ist, machen wir einfach mal einen Knoblauch als Grund dann noch da rein. Müssen wir gleich mal eben kurz aufmachen. Dann haben wir hier 750 Gramm Mehl drin. Ja, einmal 500, einmal 250, hat nicht in einem gepasst. 500 Milliliter Wasser. Und das Ganze müssen wir jetzt einmal kneten. Und dafür ist der Dexter dann jetzt dann abberufen. Also Dex einmal reinkippen. Aufmachen, aber hier drin. Nicht, dass das schon praktisch wieder daneben vielleicht fallen kann. Also machst du es da drin auf. Perfekt. Was ich nicht hinkrieg. Guck mal, man drückt das so ein bisschen runter und geht dann außen rum. Und dann geht es gleich hoffentlich auf. So, ist offen, Finger zwischen. Und dann haben wir. Zum Kneten von Brot allgemein braucht man eigentlich lauwarmes Wasser. Also, wie machen wir das gleich? Ich weiß schon wie. Du kippst das jetzt noch nicht rein. Oh. Sondern, ist egal. Sondern wir machen hier erstmal das Wasser rein. So, wir haben hier schon mal als allererstes das Wasser in den Topf gebracht. Und aus diesem Grund werden wir das jetzt hier einfach mal eben Handschuh an. Ne? Das immer ich nicht. Einen auf sicher. Zack. Soll ich auch einen? Nein, brauchst du nicht. Einmal Handschuh an. Dann stellen wir das mal ganz kurz hier auf die Flamme. Dann warten wir ein paar Sekunden. Das reicht schon. Ja, das ist jetzt schon am. Das ist jetzt schon am Qualm. Ja, da hast du recht. So, und jetzt haben wir das schon mal ein bisschen lauwarm. Ging ultra schnell. Lauwarm. Und jetzt müssen wir das kneten. So, also lauwarme Wasser haben wir. Mehl ist schon mal drin. Du kannst das ruhig einfach auf den Boden stellen. Das ist nicht schlimm. Nächster Teil. Nichts daneben machen. Am besten. Am besten. Das ist unser Mittagessen. Super. Deckel zur Seite einfach. Und rein damit. Wunderbar. Klasse. Ich habe jetzt schon Hunger auf unser Brot. Ich auch. Dann hast du hier noch was. Da ist ein bisschen, halt wie gesagt, Vorsicht ist schon offen, glaube ich. Nicht vorsichtig, wenn das rausfällt, ist ganz schlecht, dann haben wir nichts mehr. Dann müssen wir mit dem auskommen, was wir haben. Zucker dann drin, 4 Esslöffel, 4 Teelöffel, rein damit. Einfach alles? Alles rein, alles einfach rein, verteilen und rein. Wunderbar, guck mal, wie ein Profi. Und jetzt darfst du dich dreckig machen. Viel Spaß mit deinen Knetkünsten. Also ich ziehe erstmal meine Jacke aus. Nein. Warum ist dir warm? Ich möchte nicht, dass meine Jacke voll gesaugt ist. Ja, okay, aber hier vom Feuer ist wirklich gar nicht kalt, ne? Wenn dir kalt Feuer. Ist. Ja, ich lege ein bisschen nach. Einmal ein bisschen Holz nachlegen. Jupp. Guck mal, hier haben unser wir auch schönes noch. Feuer ist fast wieder aus. Ne, aus ist es nicht. Aber wir legen tatsächlich noch ein bisschen nach. Okay. Und dann müssen wir gleich noch mal ein bisschen Holz.
Dann häng nur an den Flock, würde ich sagen. Okay. Ärmel hoch. Ja. Uhr aus. Uhr ab. Oh, oh. Los geht's. Und los ist geht's. Das eigentlich heiß? Hm? Nein, das ist nicht heiß. Oh. Kneten. Nachdem es gemischt ist, genau. Sehr gut. Und das Schöne ist, dass ich meine Finger jetzt nicht dreckig machen muss. Apropos dreckig machen muss? Wie mache ich das jetzt weg nachher? Du musst das kneten einfach. Und dann musst du gleich... müssen wir mal gucken. Dann müssen wir zum nächstgelegenen Bach, damit du deine Hände dann nicht... Ich weiß, wo ein Bach ist. Ja, ich weiß es auch. Wo denn? Du meinst da in dem grüne, auf der grünen Plane, ja? Nein. Wo denn? Bei dem Wasserschlauch. Beim Wasserschlauch. Wir sind hier im Nirgendwo. Irgendwo im Nirgendwo. Da gibt's doch kein Wasser. Da gibt's doch keinen Wasserschlauch. Ich glaube, da hat jemand Spaß. Langsam kalt. Popo ein bisschen näher ans Feuer. Da ist ja eh fast runtergebrannt. Ist ja nur noch Glut hauptsächlich. Und ist wärmer? Nein. Ja, dann mach schneller. Du darfst gern mithelfen. Ich mach gleich das Knoblauch, brate ich an. Kannst du das nicht jetzt schon machen in der Pfanne? Ja, kann ich. Warum machst du es nicht? Weil ich dir gerne zuguck, während du dich da abquälst. Du kriegst gleich ein bisschen Essen. Ja, gerne. Ab. Auf deine Nase. Ist der eiskalt? Ja. Dann gehen wir mehr unter das Tapir. Reicht das mittlerweile eigentlich? Nein, das muss komplett eine Masse ergeben. Ich mach schon mal eben Knoblauch fertig. War schön, dass wir hier so eine Sitzstelle haben, ne? Ist aber auch windig. Das ist ja unglaublich. Warum haben wir eigentlich immer so ein Pech mit dem Wind? Wenn das mal schönes Wetter ist, gibt es immer weh. South Australia, and as we wallop round Cape Horn, Heatway, Holloway, you wish to God. Je schneller wir machen, desto schneller kriegen wir auch unser Essen. Korrekt. Holloway, you rolling king, Heatway. So machen wir eigentlich Brot. Warum nicht? Oder hast du einen Fisch gefangen? Wo soll ich hier bitte schön einen Fisch fangen? In diesem kleinen 1-Meter-See? Vor 7 Stunden kann ich auch nichts essen. Echt? Wahnsinn! Kannst du auch, oder? Stunden nichts essen? Aber weiß ich nicht, ob ich das hinkriege. Kann ich ja gar nicht mal eine sexy Körperstatue halten. Sexy? Was ist sexy? Du are sexy. Ja, das ist leider. You aren't sexy. So, Knoblauch. Soweit fertig. Jetzt einmal über die Flamme. Wie lange schätzt du, wird das dauern? Nicht lang. Das wird nicht so lange dauern, Schatz. Mein Gott, ist das windig. Holloway, Holloway, you hear me sing, we're bound for South Australia. Der Duft von Essen, sagt er. So, jetzt geht's weiter. Jetzt hole ich hier einmal das Knoblauch. Knoblauch. Den Knoblauch da einmal aus. Riech mal. Wie lange dauert das Boot noch ungefähr? Ich hab keine Ahnung. Müssen wir gleich mal gucken. Muss halt jetzt gerade wieder so windig sein. Jetzt müssen wir nur noch abwarten. Feuer ist an. Topf steht drauf. Normalerweise muss ich ein bisschen Glut drauflegen. Ich habe jetzt aber keine Schaufel oder so gemacht. Und wir wollen ja jetzt nichts Zusätzliches holen. Deswegen lassen wir das. Und werden wir jetzt die nächste Challenge uns zu Gemüte führen. So, also während der Dutch Oven da so ein bisschen vor sich hin schmokelt und wir ungeduldig auf unser Brot warten, wird Dexter die nächste Challenge, Stunden-Challenge, dann dementsprechend jetzt vorlesen. Also Dexter, du hast das Wort. Oh, rest here.
verbessert euer Shelter, indem ihr etwas Schnitt ersetzt, die verwendeten Heringe durch eigene. Also, schnitzen. Oh. Müssen wir ein paar Heringe schnitzen. Oh, nee. Und dann müssen die Heringe da raus aus dem Shelter oder am Shelter rumherum und dann kommen unsere hölzernen Shelter davor, da dran. Also, nee. Wir haben was zu tun. Bis gleich. So, wir haben hier dementsprechend gerade mal den Ofen runtergenommen. Ich habe mir noch mal eben kurz was zum Drunterlegen da besorgt, damit hier nicht der ganze Rasen kaputt geht. Und ich habe auch schon mal reingeguckt. Ja, das heißt, hier an der Stelle, ihr dürft gespannt sein. Ich hatte schon mal reingeschaut. Ich auch, leider. Du leider auch? Warum leider? Weil es ist ziemlich dunkel geworden. Ja, ziemlich dunkel geworden. Habe ich doch gesagt, dass es dunkel wird. Ja, aber das ist nicht schlimm, weil das Dunkle hier, das machen wir jetzt gleich eben zur Seite. Und dann haben wir ein sehr leckeres Brot von innen. Ja, das heißt grundsätzlich, ich werde das jetzt mal auseinandernehmen. Und dann zeige ich euch gleich das Ergebnis, wenn ich soweit dann bin. Ja, ich habe Hunger. So, jetzt wird einmal ein bisschen gegessen und genascht. Das heißt, ich habe oben ein bisschen hier das Schwarze abgeschnitten mit dem Messer. Genau. Und jetzt werden wir hier mal... Oh, das ist aber super. Doch, das ist gut.